Ahoi Leute, willkommen zurück zum nächsten Part von Grimdawn. Wir sind mal wieder in der scheiß Höhle und wir gehen jetzt mal wieder auf die andere Seite raus und hoffen, dass wir hier rauskommen. Und ja, meine Theorie hat sich bewiesen. Jo. So, wollen wir erstmal zum Händler gehen noch? Ich habe gerade aus dem Spiel geklickt. Gut. Ist nicht gut. Jo, nicht gut. Sorry, wollte ich auch nicht. Ich port einfach mal in die Stadt. Jemand kann einfach aus dem Spiel klicken. Zu welcher Stadt? Bei der Devils? Stadt, wo wir immer hingehen zum Verkaufen, ja, Devil's Crossing. Ja, Freddy hat gerade Okay. ziemlich viel Kram von mir gekriegt, deshalb habe ich nicht mehr zu verkaufen. Zum Glück kriegen alle NPCs meinen Bonus. Ich habe Ätherkristalle verkauft. Nice. Ich gebe mal die Quest ab. I feel vindicated righteous regret these people lived one. Wie haben wir uns gefühlt, als wir die Zombies getötet haben? Ziemlich gut. Ja, wir haben uns gut gefühlt. That's what I like to hear, right? Wasn't for my bum That's leg, what I I like to would hear. be bla bla bla. Thank you. Oh, ich bin gelevelt. Wann bin ich gelevelt? Und ich habe Scrap gekriegt. Other corruptions created. Ein paar ekelhafte Viecher. Okay, wir müssen Flash Rapid Mutants machen. Als nächstes. Da liegt noch so viel Kram rum. Ich sammle ihn gerade auf. Dann gehen wir mal zum Karawanhändler. Ach, hier ist unser Schmied jetzt, ja, diesen Eislager. Lager. Dann rede ich auch nochmal mit dem. Many strong people, my hammer will be put to good use. Thank you for bringing me here. Accept. Oh, jetzt können wir hier schmieden. Oh ja, wie funktioniert das? Ich habe null Ahnung. So. Wie eine Chat wird klar. Hier ist eine Quest. Was für einer? Weiß ich nicht. Können wir gleich gucken. Ach, Items. Ich habe hier noch nichts drin liegen. Ding immer. Und ich habe nur noch zwei Heiltränke. Molten Skin. Wo ist der Dingens? Ach, da unten. Was ist das denn, Alter? Was? Ja, der Schmied. Ich verstehe ihn überhaupt nicht. Ah, Was hier haben wir kann man hier? Scrap reinlegen und dann lege, dann kriegt man eine Waffe. Test Okay. das mal aus. Ich nehme mal Scrap mit. Mach das mal. Ach so, doch, hier kann man Sachen bauen. Rangers Ribbon. Dafür brauchen wir zwei Ether Crystals und ein Bristly Four. Das haben wir natürlich nicht. Ein Enchanted Necklace. Ach so. Okay. Relikte Bisschen kann man hier Gänsekrumpen. schmieden mit Tainted Brain Matter, Pistolen mit Scrap, ja, Schilder und sowas, also Dev-Sachen mit Scrap, Accessoires mit Ätherkristallen, mit Scrap, On Longsword. Kristallen. Und im Sharing Ember? Oh Gott, das ist kompliziert. Hättest du zwei Scrap für mich? Nee. Ich weiß nicht, wie ich die auseinanderbekomme. Right-Hold-Click. Ich weiß noch nicht, welches ich mal mache. Enchanted Sword oder Hundred Longsword? Beim Hundred Longsword Weiß weiß ich ich schon, nicht. was drauf kommt. Und es ist grün. Ich weiß gar nicht, was dieses Grün zu bedeuten hat. Ja, sind Rare-Waffen. Also Rare One-Handed. Ja, aber wieso sind die grün und die anderen nicht? Ja, weil die anderen nicht rar sind. Die sind einfach Und die nur anderen ganz. sind. Ach so, die gelben Ja. sind Magic, aber wieso haben die da 11 stehen und die anderen haben 0 stehen? Was? Davor in dieser Klammer, da habe ich 0 bei den Grünen stehen und 11 oder da unten bei den Zweien und zum Beispiel 7. Habe ich nicht. Hier nehmen wir zum Beispiel mal eine Blunt Weapon. Dann nehme ich mal ein Mace. Packe ich mal das da rein. Dann drücke ich Combine. Und ich habe einen Dings bekommen. Okay. Krieg jetzt bitte zwei Ach, Scrap. ich glaube, wir können davon noch. Obwohl, nee, ich weiß nicht. Oh mein Gott.
Ich wusste nicht, wie ich die teilen kann. Jetzt steht da 3 vor. Ach, das sind das, wie viel die verbrauchen. Nee. Jetzt habe ich das auch, dass da 3 vorsteht und sowas. Nee, 7 Stück kann ich, glaube ich, machen oder so. Ach so, man, ach so, das ist, wie viel man davon machen kann. Ach so. Ah, und für den Grünen kann man wahrscheinlich immer nur 1 machen. Haben wir eine Chipped Claw? Nee, ich glaube, obwohl, meinst du auch Magic? Haben wir eine Chipped Claw? Ja. Ich gebe mal bitte. Eine her. Okay. Aber mein Schlagstock ist voll scheiße, den ich bekommen habe. Okay, ich mache also eine grüne Waffe. Also er macht mehr Schaden, aber ist irgendwie very slow. Warte mal, das ist eine grüne Waffe, 16 bis 29, 25% Armor Piecing. Speed, also der macht very richtig fast. Gut Schaden, aber ist 5 bis 12 Piercing Damage, 16% Physical Damage, 12% Offense Ability, Random Stats. 5 bis 8. 39 Bleeding, habe ich nicht. Also die, ich habe ja diese goldenen, diese blauen Armschienen noch aus meinem Übergabebereich und die sind jetzt schon schlechter als meine jetzigen. Okay. Und meine jetzigen sind für ein Level darunter. Kann man die Chipped Claw da wieder rausbasteln? Wie? Ja, aus dem schon, also aus meinem zum Beispiel schon fertigen Schwert. Weiß ich nicht, glaube nicht. Boah! Oder? 14% Poison Damage. 12 Offensibility, 6% Pierce's Resistance. Das Schwert ist nice geworden. Kann ich nicht anders sagen. Es gibt hier doch so einen Endschmieder, oder? Wie in Sacred? Wie in Titan Quest? Weiß ich nicht. Ich guck mich mal kurz um. Ah, hier ist die quasi Ripper mit der Quest. Sorry if I insulted you earlier. Your origins were just a bit startling. I hear you're brave. Gibt es scheinbar nicht. Bla bla bla. I take it these are your children. No, my children are dead. Oh, ihre Kinder sind tot. Oh. What do you need? I will get the fabric. Wir müssen Fabric suchen. Dann macht die das Ding hier schöner. Ich will meine Chip Claw da raus schmieden. Wieso? Damit ich die meine neue Waffe schmieden kann. Plus 234 Damage per Second if equipped. Achso, und mit... Ach, und bei den Components, da kannst du jetzt noch extra Components machen. Was? Kannst, also, wenn du jetzt zum Beispiel hier Death Chill Bolts hast, dann kannst du da zum Beispiel Scrap machen und das mit Chilled Steel zu Death Chill Bolts machen, die kannst du in deine Waffe reinschmieden. Ich hab überhaupt keine Ahnung, wovon du redest. Das ist Level 2 Verzauberung. Ah, Aether Steel Bows, Ember. Coldstone. Ja, ich verstehe jetzt verstehe ich, was du willst. Wir haben nicht zufällig noch eine Chipped Claw, ne? Da haben wir. Krieg ich die? Aber nur eine. Willst du die? Nein, aber ich dachte, die brauchen wir vielleicht später für irgendwas. Ja, haben wir, hast du nicht inzwischen noch eine fertig, Alter, so viele, wie ich inzwischen gegeben habe? Nein, ich habe eine einzelne. Oh. Na, also eins von diesen drei Teilen, da liegt sie. Gleich verbaut. Alter, die neue Waffe ist richtig super und ich kann sie nicht benutzen. Nice. Okay, dann sind wir jetzt hiermit fertig. Ah, noch zweimal leveln, ey. Fick dich. Oh, die ist voll gut, Alter. Die macht 16 bis 29 Physical Damage, 25% Armor Piercing. 6 bis 14 Piercing Damage, 10 Poison Damage, 22% Physical Damage, 14% Poison Damage, 12 Offense Ability, 6% Piercing Resistance und dann kommt noch die Chipped Claw drauf. Nice. Also ich hab sowas nicht. Und die ist very fast. Was gut für mich ist. Streitkolben ist auch very, nein, der ist nur fast. Aber trotzdem. Okay. Kommst du jetzt wieder durchs Portal? Ja, ja, ich bin schon auf dem Weg. Start gleich, machen wir die Aufnahme neu. Warum? Weil es schon wieder ein bisschen laggt. Kann auch noch mit 30 FPS rum. Nur. Manchmal. Bei dem Spiel ist es ja total unnormal. So, jetzt habe ich da 40. Ich bin schon fast Level 17. Ich bin bei 5. Ich bin bei Portal.
Lee, da ist ein Magier. Scavenger? Steht der Scavenger? Ich hab grad. Ja, Scavenger. Scavenger, ja. Gott, mein Näslein juckt. Dein Näslein? Mein Näslein juckt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, ist der gut. Oh, pass auf, Raben. Zu die Mies? Wir haben den Verwirrungsschrei. Moment, das sind doch die. Die Fledermäuse! Ja. Yeah. Titanquest lässt grüßen. Ich glaub, so nenn ich den Part. Nee. Ich glaub, ich nehme mein Näslein juckt. Nein, nee, nicht so. Oh, ich hab nur noch einen Heiltrank. Oh, ich hab nur 16. Ich nehme auch dauernd welche. Ich nicht. Nur weil es übertriebene Bossfights sind, wo man so extrem Schaden bekommt. Nee, ich brauche wirklich in fast jedem Fight einen. Nicht. Erstmal erst kaputt treten. Wir haben hier unten noch ganz viel nicht erkundet. Ich auch. Ich dachte erstmal so, wie geht's. Hä, wie soll ich da hinkommen, Alter? Ah, hier. Ich find's auch schön, dass zwischendurch mal Vögel zwitschern. Ja. Ich fänd auch die Teile in der Höhle ganz okay, diese gruseligen Geräusche, aber wenn die in guter Qualität wären, wäre es noch besser. Ja. Nicht so, als würde man da so ein schlechtes Handy machen. Oh, fuck. Irgendwie grad schön aus alles. Kein Haltrank mehr. Eine Food Ration, die ich überhaupt nicht gebraucht habe, danke. Moment mal, ich mach mal kurz das Portal auf, muss was gucken. Weil der Typ wollte ja eigentlich, also der hat ja gesagt, wenn wir den anderen Typen finden, dann können wir den mitnehmen oder so. Ja, den haben wir doch mitgenommen, das war doch der Schmied. Achso, wir hätten uns glaube ich entscheiden können, ob wir ihn oder den anderen Schmied mitnehmen können. Hier, habt ihr jetzt nicht ein Portal gemacht. Bin durch meinen schon gegangen. Okay. Habe ich nicht drauf geachtet, dass du alles gemacht hast. Ja, hier ist übrigens noch ein ganzes Feld von Fledermäusen. Ja, das ist von hier aus auch begehbar. Ich dachte, du bist hier lang gegangen. Deshalb bin ich auch lang gegangen und dachte so, oh, das kann ich ja schon durchgehen. Und dann so, oh, doch nicht. Ich hab Bock auf ein Online-Rollenspiel. Ich auch. Dann hol dir Terra Online oder ein Terra Arch-Age. Arch-Age ist super. Bin tot. Ja? Yep. Sag mir das die Tage nochmal, wenn ich Zeit dafür hab. Ich kaufe mir mal eben ein paar tausend Heiltränke. Was kosten die denn bei ihmchen? Hier kosten die 166. Ich kann dir auch welche abgeben. Bei ihm kosten die 166. Ich kaufe mir mal 6 Stück. Die sind eh gleich wieder leer. Hast du ein Portal gemacht? Jetzt. Okay. Du spawnst in der Wand. Wir haben noch 55. Nein, überhaupt nicht. Ach, du bist immer alles gegangen noch. Na super, danke. Ich hab's erstmal.